Dann haben wir, Erinnerungen sind schön und gut, aber jetzt müssen wir halt mit der Situation leben, in der wir uns befinden. Und witzig ist, Timmy hat momentan keinen Hunger mehr. Ob das gut ist? Oh. Also. Bietet ein... Ui. Also, ich lese mal vor. Als wir am Morgen ein Klopfen an der Tür gehört haben, haben wir vor Angst den Atem angehalten. Doch bald haben wir von draußen Kinderstimmen vernommen. Wir haben uns entschieden, die Tür aufzumachen und es hat sich herausgestellt, dass die Stimmen zwei Pfadfinderinnen gehören. Sie haben früher Kekse verkauft, aber sie scheinen inzwischen ihr Angebot erweitert zu haben und nun verkaufen sie auch andere Artikel. Schlaue Mädchen. Und zwar bieten sie mir ein Damespiel für eine Karte. Blödes Geschäft. Aber einmal Medizin für ein Kartenspiel. Das machen wir. Dann können wir nämlich Timmy heilen. Und ich glaube, wir haben ein Essensproblem. Okay, die Mädchen waren sehr höflich und ihre Preise waren mehr als fair. Also haben wir ihr Angebot angenommen. Wie klug von ihnen, dass sie nach der Apokalypse ihr Geschäft weiterführen. Wir sind beeindruckt. Wir freuten uns sehr, als wir die Tür des Bunkers öffneten. Mary Jane war wieder da und vielleicht leiden wir ja an einer Neurose, aber wir glauben, dass wir verfolgt wurden. Nach kurzer Aufklärungstour sind wir beim Rathaus angekommen. Die Hälfte des Gebäudes steht immer noch, aber dort, wo vorher die zweite Hälfte war, gibt es jetzt einen großen radioaktiven Krater. Das ist schön, dass Mary Jane da mal vorbeigegangen ist. Wir sind hineingegangen in der Hoffnung, dass wir irgendwelche Vorräte finden. Das ist noch besser bei der radioaktiven Strahlung. Naja, einer der erhaltenen Räume war eine Besenkammer. Drin war nur der Mob hineingesteckt in den Eimer, der mit trübem und braunem Wasser gefüllt war. Wir haben es geschafft, mit dieser Flüssigkeit ein paar Flaschen aufzufüllen. Wollen wir hoffen, dass diese nach Seife nicht schmeckt oder nach etwas Schlimmerem. Wir nehmen braunes und verschimmeltes Wasser und hoffen, dass das... Schon okay. Ist okay. Mary Jane verdient etwas zu essen und sie ist müde. Timmy hat großen Hunger. Ted geht es gut. Und dann ist die Suppe alle. Ich bereite eine Expedition vor. Und wir könnten schwören, dass diese Pfütze vorher noch nicht da war. Und hier gibt es noch eine verflucht. Wir werden überschwemmt. Greifen wir uns die Sachen, bevor sie anfangen rumzuschwimmen. Und jetzt geht die Karte drauf. Ich wusste es. Okay. Schwein gehabt. Das Wasser ist mit voller Wucht in den Bunker hineingeschwemmt. Und wir hatten Angst zu ertrinken. Mühsam unsere Köpfe über dem Wasser haltend, haben wir es geschafft, die Luke zu öffnen und zu fliehen. Endlich ist der Wasserspiegel gefallen. Wir sind am Leben und gesund. Jetzt warten die Aufräumarbeiten auf uns und die Karte ist weg. Das ist blöd, dann kann uns das Militär nicht mehr retten. Aber wir können nicht zulassen, dass Timmy länger durstig ist. Timmy ist wieder gesund. Ted braucht Wasser. Mary Jane ist leider hungrig, was ich ihr nicht geben kann. Deswegen, ich schicke Timmy raus. Ich hoffe, dass er schnell wieder da ist und uns Nahrung bringt. Man könnte ja eigentlich auch mal Dolores hier rausbringen, aber nein, die bleibt natürlich. So, Timmy ist weg. Mary Jane braucht was zu essen. Ted ebenfalls. Ich habe leider nichts. Also geht es weiter gleich zum Tag 32. So, Mary Jane braucht was zu essen, Ted ebenfalls. Wir haben immer noch nichts. Ich gebe ihnen ersatzweise mal was zu trinken. Und vor kurzem haben wir stilles Klopfen an unserer Tür gehört. Aber als wir sie aufgemacht haben, haben wir nur einen Koffer gefunden und niemand war zu sehen. Er ist nicht beschriftet, aber es sieht deutlich danach aus, dass er für uns bestimmt ist. Sollten wir prüfen, was drin ist? Eigentlich würde ich Nein sagen. Aber da wir dann sowieso ein Essensproblem haben, machen wir natürlich ein Ja. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Normalerweise ist es ja eine Bombe bisher gewesen. Und
Innen war eine harmlos wirkende Flasche. Als wir einen Schluck davon genommen haben, haben wir gedacht, dass wir Glück haben, aber das war Quatsch. Entweder war das Wasser verstrahlt oder es war eine Art biologische Waffe. Uns allen ist übel geworden. Ja, jetzt ist Mary Jane krank. Ted knurrt der Magen. Wir können immer noch nichts machen. Und als wir heute Morgen die Bunkertür aufgemacht haben, um etwas frische radioaktive Luft hineinzulassen, haben wir davor einen kleinen Koffer gefunden. Er war nicht beschriftet. Schon wieder. Zweimal hintereinander. So, Gift. Ein Geschenk habe ich gekriegt. Also ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, das hieß Gift. Ne? Also nicht Gift im Sinne von vergiften, sondern Gift im Sinne von geschenkt bekommen. Und heutzutage kann man nicht zu viel Wasser haben. Wir haben es gründlich untersucht, nachdem wir es aus dem Koffer hervorgeholt haben. Aber es sieht total harmlos und rein aus. Wir hoffen, dass es uns eines Tages gelingt, diesen großzügigen Fremden zu treffen und uns bei ihm oder ihr persönlich dafür zu bedanken, dass er oder sie unsere Familie mit Wasser versorgt hat. Und ganz unter uns, da ist doch die Vergiftung einfach nicht gut gelaufen. Das sollte doch wieder mit irgendwas versetzt sein. Ja, da hat jemand geschlampt, aber was soll's. Wir haben Angst gehabt, aber Timmy ist wieder da und er wurde verfolgt und er war beim Polizeirevier. Okay, wir hatten nicht damit gerechnet, lebendige Polizisten anzutreffen, doch es waren sogar mehrere da. So zeigt sich eine echte Berufung. Wir kennen keinen der Beamten persönlich, aber ihre Uniformen und Abzeichen sprechen für sich selbst. Das sind Bullen aus Fleisch und Blut und sie bestimmen Recht in diesem Ödland. Es sieht danach aus, dass sie sogar angefangen haben, dieses Recht für die Überlebenden aufzuschreiben. Die Außenwände des Polizeireviers sind mit den Aufschriften wie »Die neue Ordnung« und »Die Welt gehört uns« bemalt. Die Polizisten haben sich in unserer Gesellschaft überraschend nervös verhalten. Nach einem kurzen Wortwechsel haben sie uns ein Päckchen mit Lebensmitteln aufgezwungen und ziemlich schnell hinausgebeten. Beim Abschied haben sie uns befohlen, den Mund zu halten und keinem etwas davon zu erzählen, was wir ja auch nicht getan haben. Wir haben es niedergeschrieben und das ist was ganz anderes. So, in ihren Vorräten gab es auch viel Wasser. Sie haben sich sehr unruhig verhalten und uns sofort erlaubt, ein bisschen Wasser mitzunehmen. Anschließend haben sie unverzüglich und ohne Vorwarnung begonnen, irgendwelche Übungen auszuführen. Einmal Wasser, einmal Suppe. Und eine Packung Patronen lag auch noch rum, die haben wir mitgenommen. Und eine Karte. Das ist geil. Da stand zwar drauf Plan der Weltherrschaft oder Plan der Herrschaft über die Welt, aber egal, die haben wir einfach mitgenommen. Mary Jane braucht was zu essen, Timmy auch, Ted ebenfalls und damit ist die Suppe gleich wieder weg. Aber sie werden vielleicht noch einen Tag überleben und wir haben eine anonyme Notiz an der Tür unseres Bunkers gefunden. Wer auch immer sie geschrieben hat, verlangt, dass wir einen Vertreter für ein Treffen heute Nacht an einen festgelegten Ort schicken. Diese Person muss unbewaffnet kommen und das beunruhigt uns ein wenig, aber der Autor versichert uns, dass er oder sie freundlich gesinnt sei und uns kein Leid zugefügt werde. Werden wir jemanden schicken, um das herauszufinden? Natürlich. Ted, du bist der Mann. Der geht mal nachgucken. Ted ist wieder da. Sieht gut aus. Es stimmt. Es stimmt alles. Es gibt noch immer in diesem Ödland Menschen wie wir. Wir sind zu der genannten Zeit gekommen und wurden durch eine Gruppe freundlichen Überlebenden begrüßt. Die Gruppe wird von einem Zwillingspaar betreut. Alle scheinen sehr nett zu sein und sie haben versprochen, mit uns erneut in Kontakt zu treten. Ted ist auf jeden Fall zurück. Mary Jane ist hungrig. Timmy auch. Und Ted fühlt sich schwach. Er braucht was zu essen. Toll. Okay. Ja. Ich geb's Ted. Okay, früher war alles anders, aber vielleicht war es auch ein Fehler, dass ich das jetzt Ted gegeben habe. Weiß ich nicht. Das muss ich dann gleich mal sehen. Auf jeden Fall, es geht weiter. Und wer weiß, vielleicht können wir in der neuen Welt zurecht uns nützlich machen. Naja, egal. So, auf jeden Fall, Mary Jane will was essen. Sie fällt immer wieder ins Ohnmacht. Sie braucht auch was zu trinken. Timmy
hat Hunger, braucht was zu trinken. Ted hat Hunger. Ich kann ihnen nur was zu trinken geben. Und ich lasse mal Ted nach draußen gehen. Das müsste gehen. Wir haben das Vorhängeschloss. Damit müsste das gehen, dass er geht. Und wir hier drin bleiben können. So, Timmy sollte was essen. Mary Jane auch. Und Ted ist weg. Wir kriegen Wasser zum Stärken. Mehr geht nicht. Und das Militär war wieder auf Sendung. Diesmal haben sie uns darauf gedrängt, dass wir nach dem Anbruch der Dunkelheit nach draußen gehen und mit den Taschenlampen den Flugzeugen Signale geben. Sieht ganz danach aus, dass wir diesen Ort bald verlassen werden. Nein, wir haben keine Taschenlampe. Ach, Menno. Es gibt leider keine Taschenlampe. Okay. So. Die Flugzeuge oder was auch immer sie hingeschickt haben, müssen warten. Sie sind sich dessen überhaupt bewusst, wie teuer Batterien für Taschenlampen heutzutage sind? Gute Frage. Besonders in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, nachdem es zu einem vollkommenen Zusammenbruch gekommen ist. So, Mary Jane hat Hunger, Timmy ebenfalls und das macht mir echt Sorgen. Aber es gab eine Gruppe von Ärzten, die an unsere Tür geklopft hat und um etwas gebeten hat. Womit sie ihre Verbandskästen nachfüllen können. Wir haben gar daran nicht gezweifelt, dass sie ihren Job ernst nehmen. Sie hatten Laborkittel an und alles. Sollen wir ihnen helfen? Wasser haben wir genug. Uns fehlt Nahrung. Und die Nahrung fehlt immer noch. Ja, wir fragten sie nach ihren Arztlizenzen, aber alle von ihnen haben behauptet, dass sie sie in der Tasche in einer anderen Hose gelassen haben. Wir haben es nicht gewagt, sie zu fragen, ob es nur das eine Paar gibt. Wir haben ihnen eine Flasche Wasser gegeben und eine gute Reise gewünscht und mehr Glück mit ihren Hosen. So, ein Wasser ist weg und die beiden verhungern uns langsam. Okay. Ich bin gespannt, wer von den beiden als erstes umkippt. Aber noch sind beide da und Ted, ich hoffe, er kommt zurück mit ein bisschen Dosensuppe und das rechtzeitig, aber wir können nichts machen. Wir können ihm mal wieder was zu trinken geben. Vielleicht hilft das. Und Mülleimer, wir gucken mal ins Scout-Handbuch, ob es was gegen Kakerlaken gibt. Oh, oh. Timmy hat sich umgedreht oder so und sieht schon gar nicht mehr intelligent aus. Aber das hat geholfen. Okay. Mary Jane ist hungrig. Ja, Timmy hat sich erholt. Aber beide müssten was essen. Und wir können leider momentan nichts gegen Schlafprobleme machen, denn wir haben keine medizinischen Versorgungsmittel. Deswegen können wir da nichts tun. So, Mary Jane ist weg. Timmy dreht durch. Es hat nicht genug Essen für Mary Jane gegeben, als sie das erfahren hat, hat sie vor Wut gekocht. Wenn Blicke töten könnten, wären wir sicher alle tot. Sie ist rausgegangen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Sie wird sich wahrscheinlich den Räubern anschließen und bekommt alle Lebensmitteldosen, die sie will. Timmy muss etwas essen, das kann seine letzte Chance sein. Tja, deswegen hat er auch einen Dachschaden und ist sehr müde. Er kriegt noch mal was zu trinken, aber ganz ehrlich, ich befürchte fast, dass jetzt das Ende kommt. Nein! Er ist wieder da! Der gute Ted ist zurück. Ein Umzug scheint keine schlechte Idee zu sein. Wir könnten neue Menschen kennenlernen und neue Freundschaften schließen. Natürlich nur unter der Bedingung, dass irgendjemand noch lebt. Ted ist wieder da und er war in der alten Bibliothek im Stadtzentrum, die jetzt übrigens ein Schutthaufen ist. Die einzigen erkennbaren Gegenstände sind ein paar angesägte Bücherregale und die Überreste des Schreibtisches der Bibliothekarin. Unter dem Schreibtisch haben wir eine Frühstückstüte gefunden und darin ein bisschen Essen. Die Frage ist, was die Bibliothekarin dazu bewogen hat, aufzuhören zu essen. Was? Naja. Vielleicht war es die auf ihren Kopf stürzende Decke. Naja, das ist vielleicht mal so eine Erklärung. Ja. Eine Suppe Dosen und zwei Wasserflaschen haben wir noch gekriegt. Timmy muss was essen. Ted ist krank, er ist müde. Komm, dann geht's los. Wir füttern beide.
Ich bereite vor, die Expedition, aber wahrscheinlich können wir nichts machen. Und die Spinnen scheinen zu denken, dass der Bunker ihnen gehört. Sie sind überall und es sieht danach aus, dass sie keine Angst vor uns haben. Es ist Zeit, das zu ändern. Wir haben genug von den Spinnen in unserer Suppe. Tag 44. Und wir haben immer gewusst, dass Bücher ein kostbares Gut sind. Die Bücher sind eine perfekte Waffe im Krieg gegen alle Arten von Insekten. Angst soll diese Spinnen auf Distanz halten. Die Angst vor dem Pfadfinderhandbuch. Als wir die ungebetenen Gäste durch den Bunker gejagt haben, haben wir auch eine verlegte Wasserflasche gefunden. Es geht nichts über eine gelungene Jagd. Timmy will was essen. Ted ebenfalls. Und ich stärke beide nochmal. Sie können beide nicht rausgehen. Und wir haben den Tag 45 erreicht. Tja, beide haben wieder Hunger. Nichts geht mehr. Ich kann keinen auf Expedition schicken, aber die Zwinglinge haben sich mit uns wieder in Verbindung gesetzt. Heute haben sie unseren bescheidenen Bunker besucht und gesagt, dass sie nach einer Landkarte der Gegend suchen. Ihr Plan ist es, einen relativ sicheren Platz für ein neues Lager zu finden, wo ihre ganze Gruppe und alle anderen, die bei ihnen einziehen möchten, wohnen könnten. Ein Stadtplan wäre in dieser Situation sehr nützlich, zumindest um ihnen bei der Suchexpedition zu helfen. So, geben wir ihnen mal. Denn ich glaube ehrlich gesagt, dass das unsere einzigste Chance ist, dass die eine neue Siedlung gründen. Und wir sind froh, sie wiederzusehen. Wir haben ihnen schnell unsere Landkarte übergeben und ihnen ein paar Standorte zum Überprüfen gezeigt. Sie haben uns verlassen, bevor es dunkel wurde, um ein paar Stunden des Tageslichts für die Suche zu gewinnen. Aber sie haben gesagt, dass sie auf jeden Fall zurückkommen, um uns Neuigkeiten mitzuteilen und mit uns freundlich zu plaudern. Das ist doch schön. Wir hoffen, dass sie einen guten Platz finden. Vielleicht könnten wir sie besuchen, wenn das Lager fertig ist. Ja, Timmy braucht was zu essen. Haben wir nicht. Ted fühlt sich krank. Timmy halt durch. Leider können wir niemanden rausschicken. Und langsamer sicher wird's knapp. Tag 47. Tja, Ted hat Hunger, Timmy hat Hunger. Beide bräuchten was zu trinken. Kriegen sie. Expedition wäre schön, geht aber wahrscheinlich nicht. Und wir sollen schon wieder mit der Taschenlampe dem Militär Signale geben, was nicht geht, weil ich keine Taschenlampe habe. Gut, so. Die Flugzeuge fliegen noch, aber wir haben sie nicht verständigt. Timmy hat großen Hunger, Ted ebenfalls und okay, pass mal auf, die kriegen beide was zu trinken. Aber es wird sie nicht dauerhaft am Leben halten. Ja, das Spiel kennen wir schon. Auch das, guck mal, Timmy kann wieder auf Expedition. Und unsere Geduld neigt sich langsam dem Ende zu und wir haben uns entschieden, einen Blick nach draußen zu werfen, um zu prüfen, ob sich etwas in der Nähe zusammenbraut. Als wir schon die Schwelle überschritten haben, haben plötzlich in der Dunkelheit ein paar tierische Augen zu leuchten begonnen. Das Geschöpf, das sich in der Dunkelheit versteckt hat, hat angefangen, fürchterlich zu knurren. Wir hatten nur einen kurzen Moment Zeit, um die Entscheidung zu treffen, was wir machen sollen. Wir nehmen mal das Gewehr und schießen auf das Viech. Und ein schneller Schuss aus dem Gewehr hat gereicht, um das Geschöpf, das in der Dunkelheit gelauert hat, zu verjagen. Es ist nicht zurückgekommen, aber der Hunger treibt uns immer noch an und wird wahrscheinlich auch bleiben. Aber noch halten beide durch. Beeindruckenderweise. Timmy hat so großen Hunger, dass es seine letzte Chance sein könnte. Ted hat ebenfalls Hunger. Okay, Wasser gebe ich ihnen jetzt nicht. Ich schicke... Achso, kann ich gar nicht. Ich bereite nur die Expedition vor.
Und die Gauner donnern an unsere Tür und beteuern uns zu foltern, wenn wir sie nicht reinlassen. Es ist Zeit für große Entscheidungen. Kämpfen wir oder geben wir uns? Ich nehme die Axt. Wir kämpfen. Oh. Ja, hat gut geklappt. Hunger hat Timmy nämlich verrückt gemacht. Als er bemerkt hat, dass wir nicht imstande sind, ihn zu ernähren, ist er weggelaufen. Tja, diesmal haben wir es geschafft, das Zuhause zu verteidigen. Die Axt ist jedoch auseinandergefallen und wir sollten eine neue finden, denn Ted knurrt der Magen. Und wir können niemanden nach draußen schicken. Nicht verwunderlich. Und dann sind wir am Ende, denn auch Ted ist verhungert. Ohne Essen lässt es sich nicht endlos leben. Ted war stark, aber der Hunger hat ihn getötet. Vielleicht ist es der beste Ort, an dem wir abkratzen könnten, vielleicht aber auch nicht. Wir haben 53 Tage überstanden. Ja, und damit sind wir auch wieder mal am Ende von 60 Seconds. Und ich danke euch fürs Zusehen. Wir sind leider gestorben und können nicht mehr weitermachen. Was soll's? Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis demnächst und macht's gut. Tschüss.